Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei LS17 hier auf der PlayStation 4. Ja, ich habe es heute getan. Ich habe mir das DLC jetzt nochmal gekauft und zwar, ich habe mir diesen Season Pass geholt. Ne? Ich dachte ja erst, da wären dann alle DLCs irgendwie dabei, wahrscheinlich nur alle kommenden, weil es gibt ja noch so einen Traktor-Pack, ne? Da steht auch DLC dran. Ich meine, das ist nicht so wichtig, aber zumindest war das dann nicht dabei. Ne? Du musst das dann ja extra runterladen nochmal. Fand ich es ein bisschen verwirrend, also das, ich finde, da müsste dann wenigstens dabei stehen, was denn jetzt dabei ist, ne? Irgendwie, wie geht's denn unseren Schweinen eigentlich? Ich wollte mal ganz leise gucken, weil das ist ja mitten in der Nacht und so. Ich will mal übers Dach gehen. Ups. Na, wo laufen sie denn? Bin ich jetzt völlig falsch dran? Nee, da. Ein paar schlafen, ein paar sind dann doch eher nackt. Nacht, nicht nackt, aktiv. Warte mal, ich sehe gerade, mein Handy ist nicht leise. Moment, 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 halte durch. So. Zack. Das dazu. So, wir haben festgestellt, die Visi hier, also irgendwer hat noch einen Kommentar geschrieben, hey Tom, anscheinend geht das jetzt mit den Helfern nicht mehr, dass man die Wiese mit, aber ich bin jetzt der Meinung, dass die Wiese aber noch nicht reif genug ist. Wie wäre noch mal die Zeit ist noch ein bisschen mehr beschleunigen. Gehen wir noch mal auf 120, weil wir hier schnell durch sind. Gucken noch mal kurz hier rein. Und dann werden wir auch sehen, im Wachstumfeld G7 ist noch nicht erntereif. Ne? Ich weiß es nicht genau, wie das bei den Wiesen ist, aber ich meine, die müssten, wenn dann auch, sich farblich verändern. Können wir schon hier mit dem Helfer? Nee, geht noch nicht. Ja, was wir in der Zeit schon mal machen könnten, nicht nur, dass wir mal die Schaufel hier mal wegräumen, sondern verkaufen mal unsere Sämaschine. Auch wenn da noch ein bisschen was drin ist. Nicht so tragisch. Und ich könnte auch noch gleich nochmal eine Fuhre. Was wollte ich denn machen hier? Eine Fuhre Mais bei den Schweinen reinschmeißen. So. Nochmal eine Zeit runterstellen. Und die Schaufel lege ich mal hier rein. Wir können auch die ganzen Frontlader hier reinpacken. Dann mal kurz umschalten. Oder müssen wir noch irgendwas kaufen? Ja, eine Mistgabel bräuchten wir noch, ne? Obwohl es jetzt noch ein bisschen früh ist. Ach komm, das nehmen wir hier. So, 5.36 Uhr. Jetzt wollen wir mal die Zeit wieder zurückstellen, sonst rasen wir zu sehr vorbei. Mal wieder auf 5er. Boah, wie fahre ich denn? Noch den ganzen Hof zu Schrott. Hui. Die Sämaschine zieht mich etwas runter hier. Jetzt kein Gewicht dabei. Ich habe es noch nicht geguckt, was jetzt passend wäre als Sämaschine. Muss ja nichts Großes sein, ne? Hauptsache, die hängt hinten direkt dran. Ja, lass dir Zeit. So. Gucken, was wir dafür kriegen. Das wäre jetzt doof, wenn man jetzt kein Gras mehr
vom Helfer machen lassen könnte. Das wäre Katastrophe, um es genau zu nennen. So. Was kriegen wir? 12.000? Was kannst du da konfigurieren? Nix. Und tschüss. Ja. Zum Sonderangebot haben wir jetzt nichts. Ja, eine Seemaschine ist natürlich essentiell. Also die brauchen wir auf jeden Fall sofort. Schwaner gucken wir auch dann gleich nochmal. Das Schöne war natürlich mit der, dass du da auch direkt Saat hast. Ne? Also, Quatsch, direkt Saat. Blödsinn. Dünger war halt noch mit dabei. Ne? Das war halt das Schöne. So, jetzt kommen die coolen Geschichten. Die sind natürlich auch sehr geil hier. Und ich weiß es auch gar nicht mehr, wie das war. Gehören die beiden zusammen, oder? Das ist doch mit der Seemaschine kann man bestimmt. Genau, die müsste man dann verbinden mit vorne und hinten. Und da habe ich jetzt auch keine weitere 100 PS, okay. Und das Ding kannst du ja später sogar nochmal erweitern. Da kommt ja dann, was kommt denn dann noch dran? Dieser Tiefengruber. Genau, der kommt noch da dran. Aber da musst du, glaube ich, schon ein bisschen mehr Power haben. Also da, oh, scheiße, hoffentlich, sorry. Hoffentlich. Ich überlege nur gerade nicht, dass wir uns jetzt hier gleich ins Knie schießen mit dem Ding. Aber mieten jetzt wäre auch doof. Und auf jeden Fall denke ich mal, dieser passende Gruber dazu, der geht halt noch nicht. Oder dieser tiefen Lockerer. So ist es ja gemeint. Ich gucke jetzt schon mal kurz. Warte mal, der hat ja hier keine 100 PS, oder? Und dann hier noch irgendwas pimpen. Ich bin gerade schon ein bisschen skeptisch. Na ja, gut, da kannst du nochmal die Breitreifen dran machen. Das war es dann auch. Uiuiui, das Ding ist schon ganz schön groß. Aber wie gesagt, da war jetzt keine. Vorgabe dran, das ist schon ein bisschen komisch. Man. Licht und so hast du ja alles dann vorne, also. Ja. Jetzt haben wir es gekauft, ne? Jetzt müssen wir das Ding hier noch dazu nehmen. Okay. Also zur Not würde ich ja nochmal einen kleinen Kredit aufnehmen, dass wir jetzt vernünftig weiterarbeiten können. Das wäre jetzt einfach mal so. Und dann halt mal gucken, dass wir es dann schnell zurückkriegen. Zahlen. Und jetzt müsste ich nochmal gucken mit diesem, das wäre das Teil hier, ne? Aber du brauchst dann schon 130 PS. Also das kannst du noch vergessen. Cool. 40 und BTF 4000. Also müsste man, wenn schon, den großen Traktor dann auch nehmen. Vielleicht gibt es auch schon wieder Probleme mit dem Helfer. Ich weiß es nicht, weil er dann jetzt vorne und hinten dann wieder mit dem Abstand. Ah, ich weiß es nicht, ob wir damit glücklich werden. Ich hoffe mal. Kann man hier irgendwas einklappen oder so? Oder mal kurz die Hilfe mal dazu. So. Nö, nee, nichts weiter. Na gut, dann bringen wir den Kram mal nach Hause. Ach Quatsch.
Wir müssen hier lang, sorry. Falsch geblinkt. Ich sehe auch irgendwie nichts. Aber hier springen die Fußgänger aus dem Weg. Ja, boah, die ist breiter als gedacht. Oder mir fällt gerade hinten nochmal einer rein. Ne? Ja. Ein bisschen aufpassen. Ihr habt nochmal den Tipp gegeben mit dem Feld. G7 war es jetzt, glaube ich. Wir haben überlegen, ob wir das Ding vielleicht grubbern. Dass man da aber ganz toll Silageballen machen kann. Also mit dem Wickler und so. Und die dann verkaufen. Das gibt richtig Kohle. Was war das jetzt gerade? Ich habe gerade hier Füllstand angezeigt. Habe ich hier irgendwas verpasst? Und ich bin hier rumgefahren. Ja. Da. Komisch. Ja, dann müssten nochmal so Schläuche von vorne nach hinten gehen. Das ist leider nicht. So, wollen wir die gleich auffüllen? Dann haben wir es hinter uns. Könnten wir nicht machen, ne? Aber dann senke ich den vorne nochmal. Licht nochmal aus. Und wie sieht es jetzt aus? Machen wir noch nicht. Ja. So, wir schmeißen jetzt erstmal noch eine Runde Mais rein. Mal dann hier nochmal eine Runde sauber machen, sehe ich gerade. Was ist denn der Mais überhaupt? Boah, das wird wahrscheinlich schon reichen. Ja, feines Schweinchen. So, jetzt hier nochmal. Nochmal hier auch gleich sauber gemacht, ist auch schön. Wie gesagt, zur Not könnte ich auch auf den Kompaktlader verzichten, ne? Aber andererseits ist es natürlich schon ein schönes Arbeit mit dem Teil. Die Schaufel lasse ich jetzt mal hier. Und dann laden wir nach drüben was auf. Und hier durchfahren. Achso, ich weiß es gar nicht. Warte mal, nee, muss nur mal einen Shop. Dünger geht jetzt nicht, oder? Wo ist die Kiste? Die ging. Da. Nee. Ist nur Saatgut. Wegen Flug wollte ich es dann mal gucken, was es da beim Kuhn-DLC gibt. Bringen wir es fest.
Du je. Irgendwie ist der hier unter das Regal geflutscht. Mist. Ah, das fehlt jetzt noch. Jetzt geht er nochmal. Naja, den kriegen wir da nicht mehr raus. Den müssen wir mal kurz zurücksetzen, da hilft alles nicht. So. Palettengabel zurücksetzen. Danke. Na, aber was soll man da so ewig rummachen? Das ist so blöd. Hast du gerade gesehen, oder nicht? Hä? Zu weit gedreht? Richtig. Also auch an PC-Spieler, ne? Also wenn ihr mit dem Spiel neu anfangt oder aktuell mit der Tastatur spielt und ihr habt noch einen Xbox-Controller rumfliegen oder einen anderen Controller, also ich weiß nur, dass es halt mit Xbox-Controller super funktioniert, an der PC-Version wohlgemerkt, dann legt euch das Ding mal zu, weil das macht unheimlich Spaß. Ihr könnt dann vernünftig das Gas dosieren, ihr könnt mit dem Frontlader spielen und auch im Forst. Ne? Würde mich natürlich freuen, wenn ihr... was um so rumgeht, aber ein kleiner Hinweis. Wenn ihr mich mal unterstützen wollt, nutzt gerne meinen Amazon-Link von meinem Kanal. So. Mal ein bisschen höher. Ja, ich weiß, ich hasse eigentlich so solche Eigenwerbung, aber jetzt, wie hier ist es zum Beispiel auch so, dass ich die Version auch alle für die PlayStation selber kaufen muss. Da gibt es ja keine Muster. Und ja, ich will es euch natürlich gerne zeigen. Ne, auf jeden Fall. Macht mir auch Spaß auf der PlayStation. So. Ist ja schon mal ein bisschen was anderes halt. Ne? Man muss einfach anders... Ich wollte gerade mal in Ruhe gucken, wie das reingeht und wupp, schon weg. Was da reingeht, ist ja cool. Da müsst ihr demnächst auf jeden Fall Paletten kaufen. Und wir müssten auch nochmal schauen, wo wir das Ding jetzt überhaupt lassen. Ich meine, hier neben dem Flug wäre eigentlich Platz. Und wie sieht es denn aus mit dem Flug überhaupt? Gruppe. Wir brauchen ja einen, ne? Definitiv. Bin ja auch toll, dass wir es so eingebunden haben und auch die Möglichkeit eingeben, dass du halt entscheiden kannst, ne? Ob du das mit diesen Flügen machen möchtest, dass du es in ein Spiel mit einbringst oder halt nicht. So. Guck mal, hier ist so ein kleiner Kuhn. Wir haben ja jetzt den. Ich glaube fast, der wäre echt besser geeignet. Kostet auch wieder ein bisschen mehr, ne? Aber den sollten wir uns holen und den anderen dann verscherben. Oh, gerade wieder schließen. So, ich meine jetzt nochmal... Also ich kann ihn ja auch heben. Den muss ich ja nicht rumrollen. So, aber das Heck machen wir jetzt nochmal ab. Mal senken. Okay. Sieht auch so schöne Stützen aus. Sieht echt gut aus. Flug kommt da mal raus. Wird er verkauft. Okay. Jetzt packen wir den Kram da mal rein. Obwohl es sinnvoller später mal wäre, glaube ich, wie ist auch dieser Schlauch, ne? Der müsste auch nicht angeschlossen werden vorne an den Tank. Wenn wir das dann doch wieder umbauen, dass der nach vorne kommt und... Also da, wo jetzt der Gruber steht. Weil da müssen wir auch mal auffüllen. So, den nochmal absenken.
einmal abstellen. Mäß mal aus, wir springen nochmal schnell zum Gras. Mist, geht das jetzt wirklich nicht mehr? Von der, warte mal, Wachstumsphase. Ja, das geht hier auch gar nicht weiter, ne? Das bleibt hier einfach so dunkelgrün, das heißt, es ist immer noch im Wachstum oder ist... Ich weiß ja nicht, da kannst du bei Gras dann ja schon anfangen. Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, auf jeden Fall müssen wir nochmal in der nächsten Folge schauen, dass wir von Kuhn dann auch nochmal das ein oder andere vielleicht besorgen. Wir brauchen ja noch so ein... Ja, ist recht, wo die Seemaschine nicht düngen kann aktuell. Brauchen wir halt auch noch eine Düngerspritze oder irgendwie was. Und da würde ich auch gerne was von Kuh nehmen. Wenn ihr Vorschläge habt, gerne mal unten drunter schreiben. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin mal gespannt, was mit diesem Season Pass noch auf uns zukommt. Ja, habt ihr euch auch eingekauft oder habt ihr das Kuhn DLC so gekauft? Gerne mal eine Diskussion anregen, wenn ihr möchtet. Ne? Macht's gut, YouTube. Ciao.